Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Reinigungseinleitung Ihres Non-Kontakt-Tonometer TX20P aus dem Hause Canon. Diese Reinigung wird notwendig, wenn Ihr Gerät das Auge nicht selbstständig findet oder Sie fehlerhafte Parametriewerte erhalten. Bevor wir nun mit der eigentlichen Reinigung beginnen können, bringen Sie den Messkopf bitte in eine mittlere Position, fahren ihn nach ganz hinten und zu guter Letzt nach ganz oben. Wenn Sie diese Position erreicht haben, schalten Sie das Gerät bitte aus. Für die Reinigung benötigen Sie nun folgende Werkzeuge. Druckluft. Wir empfehlen an dieser Stelle die Druckluft 67 aus dem Hause Kontaktchemie. Ein Mikrofasertuch zum Polieren der Oberflächen. Ethanol. Wattestäbchen, möglichst fusselfrei. Eine handelsübliche Pinzette. Eine Taschenlampe zum Beobachten. Und einen handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher. Beginnen wir mit der Demontage des Frontcovers. Dazu entfernen Sie bitte die Abdeckkappen und die dahinter befindlichen Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Gerätes. Um das Cover nun zu entfernen, hebeln Sie es zuerst unten ab, danach oben. Seien Sie jedoch vorsichtig, direkt dahinter befinden sich Leitungen, die die LEDs versorgen. Ziehen Sie auch diese bitte auf beiden Seiten des Gerätes ab. Vergewissern Sie sich jedoch vorher noch einmal, dass das Gerät tatsächlich ausgeschaltet ist. Danach können Sie das Cover ganz einfach entfernen. Im zweiten Arbeitsschritt entfernen wir nun die Gummiummantelung der Frontlinse. Diese sollte jedoch nicht herausgedreht werden, sondern kann einfach abgezogen werden. Nehmen Sie ruhig die Pinzette zur Hilfe. Achten Sie jedoch darauf, die Frontlinse nicht zu beschädigen. Wenn Sie die Gummiummantelung abgenommen haben, sehen Sie hier den Grund, warum Sie bitte nicht drehen sollten. Diese Führungsnase wird sonst dabei beschädigt. Die Frontlinse selbst wird einfach entgegen dem Uhrzeigersinn herausgedreht. Direkt hinter der Frontlinse befindet sich der halbdurchlässige Spiegel, den wir nun reinigen möchten. Es gilt, ihn von zentralen Ablagerungen zu befreien. Achten Sie in diesem Moment bitte darauf, die im unteren Bereich befindliche Linse nicht zu berühren. Die Reinigung einer Optik selbst möchten wir Ihnen anhand der Frontlinse demonstrieren. Sie sehen, auf der Frontfläche dieser Linse gibt es einiges an Ablagerungen, die es nun gilt zu entfernen. Dazu nehmen wir die vorhin angesprochenen Wattestäbchen, ein etwas Ethanol und bewegen uns in kreisenden Bewegungen vom Zentrum nach außen. Anschließend an die Reinigung mit Alkohol sollten Sie mit einem Mikrofasertuch die Oberfläche polieren. Grundlegend ist dies immer der letzte Arbeitsgang an der Reinigung einer Optik. Vergewissern Sie sich, dass tatsächlich keinerlei Schlieren, Rückstände oder sonstige optisch beeinflussende Faktoren übrig geblieben sind. Die Rückseite sollte lediglich mit der am Anfang des Videos beschriebenen Druckluft gereinigt werden. Dazu einfach etwas abpusten, um grobe Staubpartikel von der Rückseite zu entfernen. Die eben gezeigte Reinigung wiederholen Sie bitte auf dem halbdurchlässigen Spiegel im Inneren des Gerätes. Gröbere Staubpartikel entfernen Sie bitte mit Hilfe der Druckluft, Ablagerungen mit Hilfe von Alkohol und dem Wattepad. Die letzte Politur mit Hilfe des Mikrofasertuchs sollte die Reinigung beenden. Nach Abschluss der Reinigung aller Komponenten beginnen wir nun wieder mit der Montage des Gerätes. Als allererstes setzen Sie dafür bitte die Frontlinse wieder ein und drehen Sie im Uhrzeigersinn fest. Nachdem die Linse wieder fest verschraubt ist, können Sie das Schutzgummi wieder aufsetzen. Achten Sie bitte auf die Führungsnase, die ich am Anfang des Videos beschrieben habe. Im vorletzten Arbeitsschritt können wir das Cover wieder montieren. Dazu verbinden wir als allererstes die Kabel mit den Platinen, die die externen Fixationslichter versorgen. Nachdem Sie beide Platinen verbunden haben, können Sie das Frontcover wieder am Gehäuse ansetzen. Nachdem Sie das Frontcover mit Hilfe der zwei Kreuzschrauben wieder befestigt haben, können Sie die Abdeckkappen wieder einsetzen. Bitte beachten Sie dabei die exakte Richtung. Die beiden Löcher sollten sich jeweils oben und unten befinden. Die Reinigung Ihres TX20P ist mit diesem Arbeitsgang abgeschlossen. Sie können zum Abschluss noch einmal den Spiegel im unteren Bereich des Gerätes kontrollieren. Dieser ist für die Parametrie notwendig und sollte ebenfalls sauber sein. Für Besitzer des TX20 lässt sich diese Reinigungsanleitung genauso durchführen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrem Gerät.